Am Sonntag um 22.30 Uhr startet der WDR die neue Staffel von Ditsche, meine Damen und Herren. Mit Preisen überhäuft und trotzdem ist er wieder drunter hervorgekommen. Das ist das Tolle. Ja? Hier ist der Erfinder und Hauptdarsteller Olli Dittrich. Nochmal. Das ist früh. Ja, war zu früh. Das ist sehr albern. Das ist sehr riskant vor allen Dingen, weil dein Stuhl hat Rollen. Ja, und da rollt man leicht nach hinten weg. Wir haben hier extra so eine kleine Leiste ran machen lassen, damit, wenn ich im Enthusiasmus nach hinten rolle, dass ich merke, wo es zu Ende ist. Ja. Hast du diesen Applaus gehört? Ja. Das ist nicht selbstverständlich, so ein Beifall, oder? Vor allen Dingen bei dem Film, den ihr vorhin versucht habt zu zeigen, mit der lustigen kleinen Rheinfahrt. Ja. Das wollte keiner sehen. In diesem Film mit der deutschen Marine, da hättet ihr nicht dieses Tretboot reinschneiden müssen, sondern das Bild von der Rheinfahrt. Das wäre lustig gewesen. Oder? Warum bist du eigentlich bei der Rheinfahrt nach einer Stunde vom Schiff gegangen? Das fragst du mich jetzt wirklich. Ja, wirklich. Das fällt mir ein. Du hast es jetzt doch mal aufs Tablet oder Tapet gebracht, sagt man. Tapet. Ja. Woher kommt eigentlich dieser Ausdruck, etwas aufs Tapet bringen? Weißt du das? Na, ich denke mal aus der großen Zeit der Tapetenmusterzeichner, die ja früher sich überlegt haben, wie man über die Raufaser und über die Altherrentapete hinaus gestalten kann. Und haben dann so kleine Schablonen gebastelt aus Plastiktüten und so und haben dann mit einem Kartoffel so lustige Tiere drauf ge... Nicht abgesprochen. Natürlich. Nicht abgesprochen. Ja. Weil das wird mir oft gefragt, wie viel ist eigentlich von euch abgesprochen und was ist geschrieben? Was ist von dir eigentlich abgesprochen? Das würde ich auch gerne mal wissen. Wieso von mir? Naja, so überhaupt so als Mensch. Wie, so. Als Absprache? Ja, als menschliche Absprache. Ja, menschliche Absprache. Ja, das verstehe ich nicht. Das ist aber jetzt irgendwie sehr privat. Was von mir als Mensch? Du willst mich als Mensch kennenlernen? Nein. Ich habe einmal gesagt... Du hast mich mal durch das verschneite Hamburg gefahren. Ich, ich sage nicht, mit welchem Auto. Es war ein bescheidenes Auto. Ja. Es war schon, okay, spielt keine Rolle. Ja, nicht so ein Touareg wie deiner. Nein, das ist Ford Fiesta und Mexikaner, Ford Fiesta Mexikaner. Und Toyota Aventis und was es alles noch so gibt. Ja. Bring uns nicht in Schleichwerbeschwierigkeiten. Na, das ist so. Und da habe ich gesagt, ich würde mich dir gerne mal als Mensch zeigen, dass du gesagt, igittigitt. Und seitdem lässt du die Haare länger wachsen, oder? Überhaupt nicht, ich habe Extensions ranmachen lassen. Extensions. Ah, kannst du den Ausdruck? Ja, sehr gut, natürlich, klar. Das hat Nina Hagen neulich gesagt. Wo? In Popstars, glaube ich, wo irgendeine Sängerin ausgeschieden ist und sehr traurig war. Und da hat Nina Hagen ihr noch mit auf den Weg gegeben, dass sie ihr dann schöne Extensions auch gibt. Und ich habe verrät, wie das geht, glaube ich. Ja. Ach nee, die ist gar nicht rausgeflogen, die war beim Friseur. Stimmt. Oder ich kriege alles durcheinander, ist auch egal. Ja, aber ich sehe es gerne. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, glaube ich, glaubst du, die kriegen vorher gesagt, dass sie heulen müssen, weil man schluchzt ja sozusagen schon synchron, wenn man singt. Dass sie heulen müssen? Ja, also wenn einer rausfliegt und so, stürzen sofort raus, gehen mit den Achselhöhlen an die Nase ran, nehmen sich ganz eng in den Arm und fangen an zu heulen. Glaubst du, das ist Teil der Probe oder ist das echt spontan? Sind junge Menschen heute so? Ich glaube, dass die Leute danach so ausgesucht werden, wirklich? Dass das relativ leicht passiert. Aber das ist ja auch eine schwierige Situation, wenn man da so singen soll. Ja, gut. So. Naja, du hast doch auch Platten und so weiter. Du bist so Plattenmillionär. Ja. Schon seit vielen Jahren. Ich hab dich neulich gesehen und da muss ich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass ich dich da sehe. Na? Weil ich sehe das immer, weil ich auch, das ist auch die Musik, die ich in meinem Opel habe. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen, nein, oder? Kann das sein? Das große Country Festival auf dem MDR. Ja, das war der Country Music Award. Der Country Music Award. Award, nicht wahr? Beim MDR. Jawohl. Da wart ihr mit Texas Lightning. Machen Sie mal den Kofferraum auf. Kofferraum auf? Kofferraum auf. Machen Sie mal auf. Haben Sie Papiere dabei? So geht das? Nein, aber ich habe einfach mal was eingestreut, um die Zeit so ein bisschen zu... Ja, komm. Das haben doch vier nicht nötig. Ja, genau. Also, und ich kapier an mir. Was? Nein, überhaupt nicht. Ja, das war schön. Ja, weil ich habe gedacht, ich kenne das, machen Sie mal einen Kofferraum auf, ging doch früher Gänsefleisch. Gänsefleisch mal einen Koffer aufmachen. Ja. So, Aber das nicht mehr witzig ist, macht man das überhaupt anders. Nicht mehr. Nee, habe ich auch nicht gemacht. Ja, so. DVD kommt raus, habe ich gesehen, zur Ditsche. Ach so, und du willst nicht drüber sprechen? Doch. Ich habe gerade überlegt, weswegen ich überhaupt hier bin. Stimmt, ja, genau. Eine wunderschöne DVD und nicht einfach nur so... Lieblos zusammengenagelt. Genau. Nein, ernsthaft jetzt. Es gibt in jeder DVD auch vom Ditschberger Pilsner ein Etikett. Man kann zu Hause seine normale, handelsübliche Flasche entsprechend ablösen und das aufkleben. Und viele schöne kleine Gimmicks und Raritäten. Sehr viel Bonus-Tracks. Absolut, ja. Auch Sachen aus der Zeit, als es noch
noch kein Fernsehen gab. Da haben wir beide ja schon gearbeitet. Natürlich. Und ja, so geht's. Was mich gewundert hat, da steht drauf auch Warm-up. Oder ist mir das in Gang? Bei Digi gibt es kein Warm-up. Es gibt ein Warm-up, weil wir ja live sind. Es ist eine Live-Sendung. Und so 10, 15 Minuten vorher spielen sich John Fleming Olsen und ich so ein bisschen warm. Und da geht es eben auch um Schnitzel, die man eventuell in Wahrheit gar nicht wirklich aus Fleisch macht, sondern Portemonnaies irgendwie backt, sagt man backt, glaube ich, paniert war das Wort. Ja. Toastet, grillt. Ja, und irgendwelche Schadstoffe, die vom Himmel regnen und so. Und da schaffen wir uns ganz gut rein. Und das ist sehr lustige. Zum Beispiel gibt es da auch einen sehr guten Running Gag, ob ich beim Friseur war oder nicht. Ich glaube, über 20 Sendungen. Und ich muss mir jedes Mal was Neues einfallen lassen. Vielleicht könntest du mir ja einen Tipp geben, wenn du dann beim Friseur mal warst. Ich muss mir die Haare jetzt dann bald kürzer schneiden lassen für eine Rolle. Ja? Ja, ja, eine Rolle Drops wahrscheinlich. Nein! Nein. Aber eine schöne, es ist wirklich eine schöne Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben viel liebevolle Zeit da drauf verwendet. Und das wären auch vier Doppel-DVDs. Und die nächste kommt so ähnlich wie das Kanzlerbuch, auch relativ bald. Ja, zügig. Ich dachte, dass du die hochhältst, weil das tatsächlich das Cover sehr ähnlich ist. Also dieser traurige Blick von Ditsche auf diesem DVD-Cover entspricht doch sehr stark dem. Na, aber du hast nicht dieses Nachdenken. Du gehst sozusagen auch sehr fordernd auf die Leute zu. Du guckst so richtig raus aus der DVD. Das stimmt. Ja. Du guckst die Leute so, oder? Ne, er ist so mehr so nachdenklich nach dem Motto, wie lange noch, also bis das Buch rauskommt. Ja, natürlich. Antworte doch einfach irgendwas. Ja. Ich habe die Frage vergessen. Diese Sendung ist schön und ich freue mich, dass ich hier bin. Danke. Das ein Satz, der das irgendwie brauchbar vollendet? Nein. Das wäre zu oberflächlich. Nein, ich wollte noch was zu der DVD. Ach so, da kannst du verraten, wer am Sonntag da ist oder ist es immer eine Überraschung? Ich weiß es noch nicht. Du weißt es noch nicht. Nein. Als ich da war, da waren wir so, du warst vor allem so überzeugend, dass Leute hinterher geglaubt haben, wir hätten Streit, weil ich hätte lustlos gewirkt. Ja, aber das ist ja, wie du mir dann hinterher auch gesagt hast, mittlerweile so, dass man nichts mehr begreift in Deutschland. Gott, das habe nicht ich gesagt. Das hast du gesagt. Nein. Das hast du gesagt, und zwar auf dieser witzigen Heimfahrt, von der du vorhin gesprochen hast. Na, was sollte ich denn machen? Du hast es gesagt und ich habe genickt, so war es. Ich habe alle meine Uhren verkauft. Nein, wir haben es gleichzeitig gesagt, dann haben wir uns High Five gegeben. Ja, genau, das stimmt. Was verkauft? Ja, alle meine Uhren, auch die Breitling. Na, was willst du denn machen? Ja, genau. Checky. So, was gibt's für Pläne? Ah nee, das war blauer Bock früher, die Frage. Handcase, ich habe einen Handcase mitgebracht. Ein Schenk, immer über die Pointe rüber gesprochen. Ja, das ist ganz, sehr ganz berühmt. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr alte Schule. Was gibt es für Pläne? Können wir was verraten? Nein. Nein, wir sollten nichts verraten, aber wir haben eine kleine Überraschung vor, kurz vor Jahresende. Richtig. Aber das wollen wir noch nicht verraten. Nein, auf keinen Fall. Aber es wird hier zu sehen sein. Aber vielleicht in anderen. Vielleicht auch im Fernsehen, nicht nur vielleicht hier. Auch im Fernsehen, sondern nicht nur hier. Wir wollen sagen, Olli. Ja. Nenn dich alle Olli oder nennt dich auch jemand Oliver? Doch, es gibt auch Menschen, die mich Oliver nennen. Ja? Ja, aber das ist nicht weiter unterhaltsam, deswegen nächste Frage. Ja, schon sind wir am Ende. Heute ist uns die Zeit ein bisschen weggerannt, weil der Fragenkatalog doch sehr dicht war. Gibt's keinen Ausschnitt? Nein. Was denn, ein Ausschnitt? Aus der DVD? Nein. Ach so. Ich frage nur, das wird so gemacht normalerweise, also bei Gottschalk zum Beispiel. Ja, aber gut, der weiß dafür ja auch. Ja, na, aber. Herrschaften, jetzt, also. Hallo. Shakira, jetzt hier. Einmal anfassen, hä? Aber besser als Lippert. Lippert ist mal mit Karten, der hat ja so abgetupft, oder? Oh mein Gott. Das habe ich gestern, das habe ich jetzt noch vergessen, aber ich muss jetzt noch sagen, hast du Gunter Gabriel gestern gesehen bei Plasberg? Nee. Der hat die anderen Gäste umarmt. Wenn er selber geantwortet hat. Der Junge ist gut. Und wenn Renate Schmidt, die ehemalige Ministerin, gesprochen hat, machte Gabriel im Off. Und hat er auch so gewiehert vorher? Nein, das so? Ich weiß es nicht. Schade. Wollte ich ganz zu Anfang machen, habe ich vergessen. Aber war ein schöner Schluss jetzt mit dir. Natürlich. Ja? Ja. Olli, alles Gute. Harald. Und ich freue mich, dich heute mal als Mensch kennengelernt zu haben. Ja, ebenfalls.